Ja, liebe Leute, ich spiele mit Nasus Toplane gegen Yasuo. Oh, Nasus habe ich echt lange nicht mehr gespielt. Eigentlich mag ich den Champion an sich nicht, weil er doch, ja, eigentlich ist er nicht zu gebrauchen im 5-on-5, wenn man mal ein bisschen höher in der Elo geht. Finde ich jedenfalls persönlich. Ich werde jetzt mal was ausprobieren, was ich jetzt schon öfter gesehen habe. Es gibt zum Beispiel ein paar Streamer, die spielen Nasus Only. Ich weiß gerade gar nicht genau, wie er mit dem Namen heißt. Auf jeden Fall baut er mal als erstes Item Trinity Force. Ich glaube, das machen gerade viele Nasus-Spieler und das werde ich jetzt auch einfach mal ausprobieren. Versteht mich nicht falsch, mit Nasus zu carryen später ist relativ easy. Mit Trinity Force hast du einen wahnsinnigen Tower Burst. Das werdet ihr auch später noch sehen. Du semmelst die Tower weg wie weiß ich nicht, wie Butter. Ja, das ist unfassbar, wie der Damage von Nasus auf die Tower später aussieht. Größtes Problem an dem Kerl ist halt einfach, dass er farmabhängig ist. Das heißt, er ist halt einfach dazu verdammt oft in seiner Lane rumzuhängen. Deswegen musst du den auch mit TP spielen. Ohne ist gar nicht machbar. Er ist halt dazu verdammt in seiner Lane abzuhängen. Und gerade auch am Anfang, in den ersten 20 Minuten, kann das Team nicht wirklich auf seine Unterstützung zählen. Ja, Präsenz ist vielleicht noch einigermaßen ein Thema, aber ansonsten richtig viel kann der Junge nicht machen am Anfang. Na, du bist mehr mal einer. Kommt er plötzlich von der einen Seite da? Ah, Mistkerl, hat er getroffen. Ah, der macht das gut. Lässt mich nicht farmen. Ja, muss ich unter Tower farmen. Das geht gerade nicht anders. Pusht er auch rein. Oh, Mistkerl. Also am Anfang macht er mich auf jeden Fall frisch. Jetzt gerade ist er irgendwie eine Sekunde AFK anscheinend. Hat er den Jarvan umgesammelt. Nice, good job. Hat er gut gemacht. Er will mich halt auf gar keinen Fall farmen lassen und so muss man das auch machen, wenn man gegen Nasus spielt. Scheiße!
kann ihm leider nicht helfen. Er kriegt ihn auch so. Ich spiele halt gerade sehr, sehr defensiv. Das heißt, er ist dazu gezwungen, die ganze Zeit irgendwie wirklich die Pressure aufrechtzuerhalten. Und das ist natürlich, dann macht ihn natürlich sehr, sehr anfällig für Ganks, ne? Scheiße, oh Gott. Ich frage mich, ob der überhaupt nochmal wiederkommt. Ach, da kommt er. Na, Ramos. Bisschen spät, mein Freund. Sogar noch genauso viel Farm wie er. Ich glaube nicht, dass ich ihn jetzt töten könnte gerade. Ah, sieh mal, er hat sich teleportiert. Kriege ich jetzt Free Farm? Stellt das mal an. Nur verdammte Caster-Minions, ey. Mist. Ah, sehr schön. Hat er noch hinbekommen. Muss mir gerade am Anfang muss ich aufpassen mit Nasus. Er ist halt wirklich mobil.
hoffe, der verreckt er jetzt nicht. Nee, verreckt er nicht. Jetzt hat er mittlerweile schon, glaube ich, keine Chance mehr. Also, er kann mich noch outplayen. Der Djinn wird kinda fett. Ja, das versucht und das war nicht zu seinem Vorteil. Ich bin tot. Ich bin tot, ich bin tot. Keine Chance. Sind die pre-made oder was? Die haben sich gut abgesprochen. Hab ich zu lange gewartet. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass Yasuo so schnell wieder da ist. Mistkerl. Oh, der kriegt meinen Tower, wie ärgerlich. Scheiße. Das ist auch fahrlässig. Die laufen immer, die läuft immer in die Morgana-Binds, die Lulu. Das ist ziemlich dumm und fahrlässig. Oh, hervorragend. Hervorragende Ezra-Jarvan-Kombi. Ganz hervorragend. Oh, come on. Annoying piece of shit.
Ja, wollen sie beide nicht mehr. Good job, Thalia. Wirklich, good job. Und jetzt seht ihr den Taurabrecher Nasus. Ist unglaublich. Hole ich mir Frozen Heart, glaube ich. Oder hole ich mir. Ah, nee, ich hole mir, glaube ich, Spirit Visage gegen den Cutter Damage. Mal ein bisschen hier an Mana. Nice slash. Ich hab noch die Lulu-Ulti abbekommen. Mega lustig. Oh, ich bin so doof. Bin ich vorhin nicht aufgeregt, dass die Dings immer da reingelaufen ist? Schön gestoppt. Oh.
Aber knapp. A little bit ohm. Wir machen ja gar keinen Damage. Lustig. Keine Mana mehr, ich muss weggehen. Boah, dann farm ich mich weiter hoch, würde ich mal sagen. Ja, scheiße. Das ist zu viel. Es ist zu viel Schaden, die waren da alle mit der scheiß Katharina, die ihn da reinholt, ich kann das nicht unterbrechen. Jetzt farmen die wieder Jungle oder was? Scheiße, ich habe so gefailt. Die machen gerade mit CC ganz schön viel gut. Wo kriege ich gerade einmal nicht am meisten Damage? Ist immer noch hauptsächlich mehr Damage hier, ne? Katharina kommt jetzt halt auch langsam.
Wenn wir das noch verlieren, die Witze. Wir spielen gerade nicht gut im Team. Baron für die Gegner auf jeden Fall. Nee, machen sie nicht. Wow. Kann ich nicht nachvollziehen. Wäre easy Baron für die gewesen. Kata muss unterbrochen werden. Auf jeden Fall. Er muss tot sein. Konnte nicht mehr tun. Das ist wenigstens GG jetzt. Jetzt hat es einen Fehler gemacht. Sie hat in den Minions gekämpft. Was soll ich machen? Ich kann nirgendwo hier hin teleportieren. Noch ein Drake. Ist jetzt ein Elder Drake? Nee. Nur schon. GG. Schönes Spiel.
Ah, Nasus ist kein so spannender Champion. Es ist einfach. Ja, wie sage ich, ist am besten mechanikmäßig, ist der nicht so, dass man damit mit dem so viel machen könnte. Aber er ist ein lustiger Champion auf jeden Fall. Wenn man aufs Farmen steht, dann ist Nasus genau der richtige Champion für einen.